Hey ho, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9. Ein Brief für Sie dann, Kupo. Oh mein Gott, es ist von Ruby. Okay, mal sehen, ob ich das seelisch überlebe, das hier vorzulesen. Kommt ja bald wieder nur Alexandria zurück? Alleine ist es hier so langweilig. Nee, ist es eigentlich nicht, da ich beschlossen habe, in der Seitenstraße Kleinkunsttheater zu eröffnen. Naja, eigentlich war das ja die Idee von diesem Wirt. Der hat doch für Latz den Kneb an den Nagel gehängt, um mich doch dazu zu überredet. Boah, war das ein übler Knapper. Ja, ich habe es geübt vorher. Einmal. Und es hat trotzdem nicht ganz geklappt. Eine Freundin von dir macht ein Theater auf. Klingt ja nach viel Spaß, Kupo. Ja, ansonsten haben wir leider keine weiteren Briefe hier. Ich glaube, der hat sich auch nichts dran geändert, hätte ich in der letzten Folge den Fehler, den ich gemacht habe, nicht gemacht. Jesus Christ, ich hoffe, ich komme noch ran. Nämlich, man kann in der letzten Folge, während man noch im Schlosslein rumläuft, kann man noch ins Gästezimmer rein. Da gibt es zwei Schätze und ich hoffe, ich kann sie noch einsammeln, weil ich da jetzt gerade nicht reinkomme. Bobudur-Statue. Bobudur ist in allen als der Vogel... Ja, in allen als der Vogel bekannt, der die Göttersage des Auga überliefert und den Menschen Glück bringt. Da der erste Besitzer dieses Etablissements ein Vogelliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell vom Besitzer zum Besitzer weitergereicht. Ja, der Besitzer ist gut zu Vögeln. Ha, 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 ha. Ja, tut mir leid, da kam ich jetzt nicht dran rum. Ihre Meinung zählt. Kitschige Innenausstattung und dann noch dieser Typ im Nebenzimmer. Kupott. Ja, genau. Eine Kuh auf dem Pott. Den ganzen Tag lauthals vor sich hin. Bitte schmeiß den raus, bevor ich das nächste Mal wiederkomme. Lani. Ja, bestimmt ein sehr, sehr unwichtiger NPC, wenn wir niemals in diesem LP sehen. Bin ich mir ganz schön sicher. Vielleicht hat sie auch diese 163 Gil hier schön rumliegen lassen, die sehr, sehr gut versteckt sind. Und wir haben ein Active Time Event. Hinterwäldlerritter Steiner. Ein Hinterwäldlerstein. Ein krätziger Stein. Diese Stadt ist so groß. Ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Ja, von außen war sie schon groß, aber von innen ist sie noch viel größer. Entschuldigung. Was bist du denn für einer? Und wie läufst du überhaupt rum? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet. Das ist aber ein ganz neuer Aufwandsspruch, muss ich schon sagen. Aber bei deiner bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir etwas Vernünftiges zum Anziehen. Hat er nicht mehr, habe ich ihm geklaut, den Seidenhemdanzug. Wie bitte? Verdammt nochmal, jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Jetzt gehe ich mir zu dieser Ding. Was denn? Bei dem jungen Ding kein Erfolg gehabt und jetzt probierst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht deine erste Wahl war. Was um alles in der Welt sind das für Gurken? Ach so, es ging dir also um die Gurken. Das sind die feinsten Gurken ganz Lindblums, die köstlichen Schweißgurken. Ja, willst du eine? Ist das ein Gestank? Ja, je stärker sie stinken, desto besser schmecken sie. Ja, dann nehme ich mal eine. Eine Schweißgurke. Ist er wie ein Maiskolben? Nicht einmal wie Einheimische essen sie in einem Happen. Die sind ja vorzüglich. Das gibt einem zu denken. Ich frage mich, warum sie Schweißgurken heißen. So, hier haben wir eine Frau, glaube ich. Papis Kriegsschiff sieht toll aus. Wenn ich groß bin... Achso, das ist das Mädchen. Wenn ich groß bin, dann will ich zusammen mit Papi durch die Gegend fliegen. Vielleicht fliegt er aus seinem Unternehmen raus. Kann ich dich auch noch separat ansprechen? Papi kommt gleich, Schatz. Wir warten auf Papi. Okay. Ich finde es etwas dubios, dass ich mit dem Mädchen rede und die Frau spricht und umgekehrt. Auch wenn du zumindest, wenn ich mit dem Mädchen rede, die Frau auch... ist ja auch egal. Hätte ich doch bloß ein Luftschiff. Ich brauche eine ganze halbe Stunde von hier. Mir ist klar, dass diese Schlossmauer von Feinden schützen soll, aber trotzdem kommt sie mir übertrieben dick vor. Zu Fuß braucht man ewig, um in dieser Stadt von A nach B zu kommen. Ja, das werden wir heute zumindest ein bisschen sehen. Das hier ist das Drachenthron-Tor. Durch dieses und das Erddrachentor unterhalb des Nebels gelangt man vom Fuß zum Fuß in das Schloss. Zum Fuß? Naja. Aber da unterhalb des Nebels lauter Monster sind, ist das Erddrachentor immer verschlossen. Erddrachentor, Himmelsdrachen. Ich wollte nicht raus! Ich wollte nicht raus! Ich wollte wirklich nicht raus! Aber ich komme hier raus. Deswegen habe ich jetzt hier wahnsinnig lange Ladezeiten. Doch am Fuße. Achso, wir sind hier quasi. Moment, wie? Ah, jetzt ja. Schweifen wir unseren Kamerablick einmal hin und her. Jetzt gehen wir rein, weil ich ja sonst mächtig viel Zeit verplempere. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich kann auch nichts dafür, dass die NPCs und
lustigen Sachen immer an den Rande der Transition, der Loading-Zone irgendwie positionieren. Seid ihr auch zum Einkaufen hier? Ich komme hier gern her, denn in Lindblom gibt es Geschäfte, von denen kann ich daheim nur träumen. Wohnst du in Dali? Warte, diese Skulptur muss ja echt ein Genie aus dem Marmor gemeißelt haben. Nein, die habe ich auch schon in Xenoblade gesehen. Erinnert mich ein wenig an Bark. Was auch immer. Wenn es um die Tore geht, sprudelt er immer gleich los. Der Kerl sollte seinen Soldaten immer an den Nagel hängen und Reiseführer werden. Welcher Kerl? Vielleicht der Chef hier, beziehungsweise dein Kollege? Keine Ahnung. So, würden wir jetzt hier... Oh, 3 Uhr, ist schon spät. Das ist Taxistation mehr oder weniger. Da kann ich mich wegbewegen. Weißt du, diese Lufttaxi praktisch. Als ich noch jung war, da ging ich immer zu Fuß bis zum Theaterviertel. Wenn ich das heute mache, dann sterbe ich wahrscheinlich unterwegs. Ja, vielleicht konnte man früher auch noch ohne die Lufttaxen die Viertel wechseln, aber das geht nicht in diesem Spiel hier. Weil ich nicht so weit, das Jagdfestival beginnt. Wer glaubst du gewinnt dieses Jahr? Ah, ich tippe auf Ivan. Ich weiß nicht recht. Dieses Jahr soll auch ein Drachenritterin dabei sein. Auf die wette ich glatt meinen Helm. Die Wette halte ich. Wir hatten es gerade geredet. Ach, egal. Ich glaube, wir haben noch nicht mit dem Happy Hippo. Ich glaube, es ist ein Happy Hippo, aber man kann es nicht so richtig erkennen. Stör mich nicht! Was wollte ich gerade tun? Gleich fällt es mir wieder ein. Ja, vielleicht wolltest du joggen gehen, damit du später mit deinem Enkel mithalten kannst, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh, hier ist der Steiner vorhin rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss. Nein, du bist der Chefkoch außerhalb des Schlosses. Und mein Motto ist, lieber tüchtig salzen als gar nicht gewürzt. Ne, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie kann das sein? Niemand kauft meine leckeren Gurken. Der Geschmack ist unerreicht, aber der Geruch stört für viele. Sind nur mal in Ochsenschweiß eingelegt. Bloß weit weg hier. Ochsenschweiß. Das ist fast so wie Ochsenschwanzsuppe. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich mit dir reden? Die Tiffany. Ich hasse dieses dämliche Jagdfestival, weil mein Vater jedes Jahr halb umkommt bei diesem Wahnsinn. Das ist einfach der Ivan. Wuff! Wuff, wuff, wuff! Hier hätte Colette auch ihren Spaß, glaube ich. So, hier ist eine Madame. Diese Kirche steht hier schon ewig. Diese ganze Gegend war früher noch ein dichter Wald. Das hat mir jedenfalls meine Oma erzählt. Es war auch diese Kirche, die das erste Jagdfestival ausrief. Und unter dieser Kirche, in diesem dunklen Wald, oder zumindest was davon übrig ist, ist ein Zelt vorhanden. Das macht natürlich Sinn. Nämlich, man zeltet mit Zelten in einem Wald. Und, man kann natürlich auch andererorts mit Zelten zelten, aber im Wald macht das mehr Sinn als nicht in einem Wald. Macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade rede? Wach auf, Oma. Immer dasselbe, wenn meine Oma den Priester predigen hört, dann schläft sie sofort ein. Deine Sünden werden vergolten werden. Ey, nicht mit ihm. Nein, rede mit dem. Rocco. Roccos modernes Leben. Oder sind die bei Pokémon? Sid, der das Reich Lindblum gegründet hat, war vorher auch einmal Sieger beim Jagdfestival. Diese Kirche wurde auch von Sid dem Ersten erbaut, um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern. Na, geh da hoch. Ich finde, in diesem Raum ist das Manövrieren schwierig. Wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt, so reinigt erst einmal eure Seelen im Gebet. Das Jagdfestival ist nicht nur ein brutrünstiges Spektakel, wie manche urtümlich glauben. Wir stellen aus dem Monsterblut unseren heiligen Wein her. Im Kampf Mensch gegen das Biest. Nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauend werden Charakter und Mut gestellt. Wer dies nicht versteht, ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig. Amen. Charlie, ist das hier deine ehemalige Schokoladenfabrik? Die Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk und das Jagdfestival geht eben auf jene alte Zeiten zurück. Oh, ich habe gerade das Gefühl, als verschwende ich ja wahnsinnig viel Zeit, aber das muss wohl sein. Und jetzt gucken wir, ob von der Kollekte noch irgendwas übrig geblieben ist. Nehmen wir eine geheimen Läden. Nicht der Lendenpanzer, der Lederpanzer, der hoffentlich ein wenig unsere Lenden mit schützt. Ja, ich hätte... Habe ich mit dem hier schon geredet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bist du etwa einer der Teilnehmer? Dieses Jahr sind fast nur Veteranen dabei. Ich denke, du hast nicht viele Chancen. Ich denke, dieses Jahr gewinnt entweder Ivan oder Wiener. Mal sehen. Wiener? Beinhead? Ich habe auch gar nicht vor zu gewinnen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Jeder, der mir hier zuguckt, kennt doch das Spiel, oder? Bei Ingak 08 bin ich mir nicht ganz so sicher, aber... Ansonsten, ihr kennt das doch. Ja, ich habe, wie gesagt, ein wenig Sorgen.
ob ich noch an die Schätze rankomme. In Quartier innerhalb des, wie heißt es noch gleich? Schlosses, das war's. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Da sagst du was! Gon! Ist nicht irgendwie der Typ aus diesem Kartenspiel-Anime auch Gon, diesen komischen Yu-Gi-Oh!-Verschnitt? Sonderbericht, welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei. Fabel Verlag. Ja, das könnte tatsächlich sein, aber dazu später mehr. Denn eigene Karten können sich weiterentwickeln. Echokraut. Oh, da oben ist eine Taube. Ah, eine Taube möchte ich sein. Oder ist noch eine? Du hast doch wohl nichts dagegen, dass wir hier dein Hab und Gut klauen, oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt ja auch nur ganz, ganz wenige Spiele, die das meckern. Der bleiche Sam. Diese endlich versmockte Luft hier in Lindlum bringt mich noch bald ins Grab. Hallo, schönes Kind. Was? Mirahalas Ölladen. Hierbei gibt es eine gesunde Juckel, von dem zurzeit ein ganzer Apotheker mitbricht. Auch Bergjuckel aus Bergjuckzirken auf Lager. Das ist doch irgendwie gegen den lieben Regenten hier, Dr. Sid. Anderes Spiel. Mr. Sid. Nicht gut, Juckröpenö. Ich wollte ja nur das Jagdfestival sehen, aber natürlich muss ich auch für meine Freunde ein paar Mitbringsel kaufen. Puh, ich hasse das. Ich weiß nie, was ich mitnehmen soll. Ein Fläschchen Jucköl aus frischen Juckzöcken gepresst vielleicht? Oder doch lieber was anderes? Naja, manche essen ja auch Heuschrecken. Moment, kann ich dir... Nein, das ist nur ein Attrappen-NPC. Scheinbar. So, und hier sind wir jetzt im interessanten Bereich angelangt, liebe Zuschauer. Im richtigen Einkaufsviertel. Hast du schon die Sache mit Alexandria gehört? Priscilla. Bist du mal von einem Drachen abgestammt gewesen? Das Theaterschiff hat gehört, was zum Teufel rede ich hier gerade? Das Theaterschiff hat dort eine Wahnsinnsexplosion ausgelöst und ist fast über der Stadt abgestürzt. Überhaupt, seit die Brain da nur auf dem Thron sitzt, hört man ja nur solche Katastrophenmeldungen. Was denn? Thron explodiert, ich meine eingestürzt unter dem Herrscherpopo. Königin Brain hat einen blauen Fleck und davon jetzt so viele, dass schon am ganzen Körper blau ist. Ich habe mich lang und hart auf das Jagdfestival dieses Jahr vorbereitet. Die anderen tun mir jetzt schon leid, denn ich stehe als Sieger praktisch schon fest. Oh Gott, ich werde so viel Zeit in diesem LP-Verplemper mit rumlaufen und mit NPCs reden. Ich hoffe, das stört euch nicht, liebe Zuschauer. Ansonsten sagt irgendwas. Sagt irgendwas! Hast du denn schon einen passenden Topf für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens. Und ich habe lauter Gute hier. Ein Topf. Hoffen wir, dass Link nicht vorbeikommt. Ansonsten hoffe ich euch, dass es euch nichts ausmacht hier, oder dass ich hier sehr viel Wert auf verschiedene Stimmen lege. Früher gab es da so eine Zackenfrisur, der hätte ja so ein sperriges Teil gekauft. Ich glaube, das soll eine Referenz an Claude sein, oder Cloud, nicht Claude, Cloud. Nicht Claude verdammt, sondern Cloud. Obwohl, naja, so ein richtiges, wie nennt sich das noch gleich, dieses Hackeschwert, hängt hier ja nicht... Nein, ich will mit dem Typen hier reden. Im Sepp, boah, dies muss doch wohl einmal Probe schwingen, muss ich doch. Sag mal, Sepp, gehen wir bald? Dieser Laden ist doch sowas von öde. Lass uns doch in den Itemladen nebenan gehen. Komm schon. Nur eine Minute. Das sagst du immer. Das ist halt ein Männerladen hier. Dagobert. Wenn du es beim Jagdfestival auf die vordere Bringer bringen willst, brauchst du meine Waffen. Oh ja, wir brauchen sowas von Waffen. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mit meinem Kapital, was ich noch habe, den 1521 Gil noch zurechtkomme. Deswegen werde ich später einkaufen, denn ich brauche eine Zipfel mit... Obwohl, ich habe noch welche im Inventar. Ich möchte am Ende aber... Möchte ich am Ende drei haben? Ja, ich kaufe noch eine mehr. Und den Rest lasse ich jetzt erstmal hier drin. So, wunderbar. Mehr wollen wir jetzt vorerst hier nicht. Obwohl, aber doch, aber nicht sofort hier. Gehen wir mal kurz den Itemladen besuchen. Mal sehen, ob der... Nein, ist er noch nicht. Also, die Hanna. Heute kommt kaum Ware rein. Das liegt wohl am Ausfall des Südentors. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Spiel inkonsistent ist. Kuponüsse. Die Leibspeise à la Mokre ist komplett ausverkauft. Merkt euch das, liebe Zuschauer. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. So, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts Großartiges von Interesse. Die Alice. Na, haben wir hier Drogen fürs Wunderland? Wenn du am Jagdfestival teilnehmen willst, brauchst du meine Medizin Kräuter. Ich wette, das Jagdfestival spielt gar keine Rolle in diesem Spiel. Mm-mm. So, kurzer Überblick, damit ihr sehen könnt, was wir hier für Items kaufen können. Und jetzt kommen wir auf das oder zu dem, was schon alle erwartet haben. Wir stehen vor einer... Was ist das da oben für ein Zeichen? Eine Todesschotentür? Zumindest Todesschoten sind in diesem Spiel sowas wie scharfe Chilis.
Was treibst du denn? Ja, das Feuer ist viel zu stark! Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Wayne! Das interessiert Wayne! Sei still, wir haben Kundschaft! Nur mit dem Mund dein Mundwerk, da bist du gut. Guck mir, wir sind ja beim Schmied! Der Schmied ist toll, der Schmied ist hart, der Schmied schmiedet mächtige Sachen! Der Schmied schmiedet das, wofür ich... Moment. Ah, das Escutcheon! Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Escutcheon ist, aber man kann es anziehen. Wo irgendwas für die Arme oder sowas. Der hat durchaus Potenzial, aber er ist einfach schrecklich faul. So, dieses Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Dafür haben sie extra ein Schild angebracht, oder was? Wayne! Carbondale. Und wie geht es dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Das Schmieden, ja, funktioniert quasi so. Wir können ja auswählen, was wir schmieden können. Das, was hier dargestellt wird, können wir schmieden, weil wir das Geld und auch die Items im Inventar haben. Das, was rau ist, da haben wir entweder das Geld nicht zu oder nicht die Items. Die Items werden auf der rechten Seite angezeigt und darüber das, was wir, wie viele wir da im Inventar angelegt haben und wie viel Kapital wir haben. Das, was wir jetzt in unserem Fokus haben, ist das Baumwollkleid. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich in Dali Armreif ohne Ende gekauft habe. Und hier kann ich jetzt mit Hilfe eines Armreif und einer Zipfelmütze, eine Zipfelmütze kann ich hier kaufen, das habe ich eben getan, ein Baumwollkleid für 1000 Gil herstellen. So, 1000 Gil. Das bedeutet, wenn ich die 1000 Gil einrechte und den Kaufpreis des Armbandes und den Kaufpreis des Zipfelmützchens, ja, dann habe ich keine Ahnung mehr, was das jetzt kann ich was tun? Spiel? Ah, wunderbar, ich habe gerade was abgestürzt oder sowas. Dann gucken wir mal ganz kurz in unser Inventar rein. Wenn ich das Ding jetzt verkaufe, kriege ich dafür 2000 Gil. Und ich meine ungefähr 610 Gil. Mache ich Gewinn. Wenn ich den Kaufpreis vom Armband, den Kaufpreis von der Zipfelmütze und den Schmiedepreis von 1000 Gil einberechne, 610 Gil. Und was ich jetzt offscreen mache, ist quasi andauernd hier hin und her laufen, Zipfelmütze kaufen, jawohl. Ich hab's auch noch welche im Inventar, aber es ist mir jetzt scheißegal! Zipfelmütze kaufen. Ah, wunderbar. Jetzt habe ich nämlich noch genug Geld, um genau 2 Baumwolldinger herzustellen. Und ja, ich mache das Ganze so lange offscreen, bis ich ja das Ganze mehr oder weniger verschmiert habe. Und ordentlich Gewinn eingesackt habe. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Was hat die ganze Aktion gebracht? Ihr seht's, rechts, 70.000 Gil oder über 70.000. Und die werde ich jetzt anfangen, ein bisschen zu investieren. Obwohl ich schon 2 Senquideas habe, kaufe ich noch eine weitere. Ausgezeichnet. Ja, Mithrildolch habe ich, brauche ich nicht. Falkion habe ich noch 2, noch nicht ausgerüstet, brauche ich nicht. Jagdspeer kann keiner von mir tragen. Rut habe ich schon ausgerüstet, Gabel. Dafür kann ich ins Restaurant gehen. So, Lederarmreife. Sind gerade alle angelegt, die ich habe, aber ich möchte noch 2 weitere Lederarmreife. Dann möchte ich jeweils 3 Lederarmreife, damit jeder Charakter, der eins tragen kann, gerade auch eins tragen kann und noch 2 weitere mehr dazu haben. Bronzefäustlinge brauche ich nur, die ist eine, was ich jetzt gerade habe. Escutcheon habe ich noch 2 Stück. Zipfelmütze, jetzt muss der Mann gerade mal gucken. Jawohl. 3 Stück, damit jeder eins tragen kann. Und noch ein viertes überschüssiges. 3 Xutus-Hüte, damit jeder eins tragen kann. Ein Eisenhelm brauche ich nur. Ich habe 2 Lederpanzer. Brauche ich nur einen Lederküras. Habe ich noch einen Inventar. Das müsste jetzt so passen. Ich persönlich habe eigentlich ganz gerne von diesen Nicht-Accessoire-Slots mindestens, ja, ein Item, sodass jeder Charakter, der in der Party ist, davon auch eins tragen kann, der es tragen kann. Nur für den Fall, dass, dass ich Abilities zeitgleich lernen kann und falls da eventuelle Boni auf die 4 Haupteigenschaften drauf sind, dass ich die Dinger, dann quasi mitnehmen kann beim Level-Up gleichzeitig. Ich kaufe einmal so eine Paddelwaffe, die ist eventuell, oder vom Konzept her bekannt, falls jemand, Chrono Cross gesehen oder gespielt hat. Auch ein Organic, dafür habe ich das 2. Silenquidea gekauft, sonst könnte ich es jetzt nicht schmieden und wenn ich davon für den Silenquideas oder durch nichts mit Inventar habe, ist mir das egal, weil ich die Ability mit sie dann gelernt habe und nur sie dann die Dinger tragen kann. 2 Baumwollkleider habe ich noch im Inventar, weil ich 2 nicht verkauft habe. Kann nämlich jetzt auch keine mehr... Ich habe nur Armreife. Ich könnte was herstellen. Oh mein Gott! Ich bin noch nicht am Limit angelangt. Oder, Moment, ich muss jetzt gerade gucken. Einen Wüstenstiefel stelle ich mir. Lederhut, Lederweste. Einer reicht. Kristallschild. Nehme ich 2. 2 Stück. Ganz wichtig, 2 Stück. Und jetzt habe ich leider ein bisschen verrafft vorher, bevor ich ihn angesprochen habe. Ich habe nur 3 Federhüte. 3 sind gerade equipped. Werde jetzt den Xutus-Hut hier ausrüsten.
Zipfelmütze ist in der Hinsicht schnucklig, weil sie einen Stärkebonus hat statt Wille. Und das ist mir persönlich lieber als Wille. Ja, kann man so sagen. Und Xutos Hut eben wegen der Verteidigung. Und der Weihrauch-Ability. Die Weihrauch-Ability erhöht den Schaden auf untote Gegner. So, da ich noch zwei Federhüte habe, kann ich die Abilities damit auch noch lernen, wenn ich die anderen Charaktere wieder in der Party habe. Von daher ist mir das jetzt gerade relativ egal. Ansonsten kriege ich die Abilities auch über andere Gegenstände her. Und damit kann ich mir jetzt mit dem Federhut und einer Zipfelmütze ein Halstuch herstellen. So, am liebsten würde ich mir zwei Halstücher herstellen, aber ja, ich habe schlecht geplant. Ich muss mir da, glaube ich, mal angucken, was für Gegenstände ich brauche, wie gut die Gegenstände sind, damit ich nicht wieder so, ja, eng begrenzt bin, sage ich jetzt mal, was die Rohlingsgegenstände angeht. So, zu den Dingern. Wüstenstiefel lehren mich, darauf kommt es mir jetzt an, die Analyse für Lilly später, haben einen recht hohen Reflexwert und einen Bonus auf Zauber und Wille. Aber der ist mir relativ egal, wegen der Kristallschilde. Deswegen habe ich davon zwei gemacht. Nämlich, im Gegensatz zu dem Wüstenstiefel haben die Kristallschilde auch noch einen Bonus auf Stärke, aber zwei auf Wille statt einem. Und dazu noch hier ein paar nette ja, Effekte. Hier kriege ich beispielsweise hau den Lukas drüber. Wieder, anstatt über den Federhut, den ich quasi eben gerade verschmiedet habe. Deswegen werde ich sie dann jetzt gerade mal einen anlegen. Und das Halstuch. Da hätte ich am liebsten zwei Stück von, weil die Dinger zwei Bonuspunkte auf Stärke geben. Und der ist mir bei Zidane wichtiger und auch bei Steiner wichtiger als der Bonus auf Wille. Warum? Ja, im Grunde brauche ich später für Zidane eigentlich nur Gewandtheit. Großartig, wegen einer besonderen Fähigkeit. Aber solange ist Stärke der wichtigere Wert. Und außerdem hängt vom Stärkewert auch die Anzahl der Lebenspunkte ab. Je mehr Stärke ein Charakter hat, bei einem Level-Up, meine ich, umso mehr Lebenspunkte bekommt er dazu. Das gleiche gilt für Magiepunkte und Zauber. Das, ja, im Prinzip der entsprechende Wert. Was, wenn schon, denn schon jetzt genau gemacht als Ability? Muss ich jetzt gerade selber nochmal gucken, da bin ich wenig vorbereitet. Klaut gleichzeitig auch Gil. Achso, wenn ich klaue, dann klaue ich auch Gil. Ja, es ist mir eigentlich so relativ schnurzpiepe. Egal. Gut. Ja, das wär's dann hierzu. Wir werden uns dann in der nächsten Folge in den anderen Rubriken oder in den anderen Vierteln mal umsehen. Ich werde währenddessen nochmal ins Schloss... Ach, Quatsch. Nochmal speichern gehen und dann sehen wir uns wieder, wenn's wieder heißt. Let's Play Final Fantasy 9. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mal auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.